Lippenstift? Nee, Zähne. Halli zusammen. Halli zusammen. Hallihallo. Hallo zusammen. Trari, trara, die Brand News Box ist da. Etwas verspätet. Achso, Heiko ist auch da. Ich bin auch wieder im Off. Und wir haben sie irgendwie 2 Tage, nachdem, glaube ich, das erste Video online schon war, haben wir sie dann irgendwann auch mal bekommen. Und dann war es irgendwie ein bisschen stressig, dass wir einfach nicht dazu gekommen sind, das Video zu drehen. Und ja, das wollen wir heute natürlich dann nochmal nachholen. Ich habe die Box auch noch nicht aufgemacht. Die lag hier die ganze Zeit verschlossen. Ich hoffe nicht, dass da irgendwie Kühlware oder sowas drin war, aber ich denke nicht, ne? Ja. Oh, so. Die Zeitung. Ja. Als erstes haben wir das News-Magazin wieder, die aktuelle Ausgabe 01/2014. Wieder, oh, guck mal, gut, dass ich da reingucke. Ich habe nämlich gerade heute Geschenke verpackt. Oh, schön. Ja, muss ich gucken, ob ich die noch rantüddeln kann. Auf jeden Fall wieder mit Rezepten. Dann leckere Weihnacht überall. Die Broschüre, die uns auch erzählt, was in der Box ist. Jede Menge Heu. Heu, Heu, Heu. Heu, Heu, Heu. Als erstes Mikrowellen-Popcorn, aber mit Salz-Pfeffer-Geschmack. Kenne ich gar nicht. Nee. Also ich kenne das aus meiner Zeit aus Amerika. Da gab es irgendwie zu dem Zeitpunkt gar kein süßes Popcorn im Kino. Das heißt, ich musste salziges Popcorn essen, wenn ich Popcorn essen wollte. Und habe mich dann so dran gewöhnt, dass ich es heute noch gerne esse. Aber Salz-Pfeffer-Geschmack kenne ich jetzt so nicht. Ich auch nicht, also wie gesagt. Nee. Da bin ich mal gespannt. Ja. Also wie gesagt, salzigen Popcorn bin ich nicht abgeneigt, aber Salz-Pfeffer ist neu für mich. 99 Cent, gelauncht im November 2013. Seeberger ist ja eigentlich eine bekannte Nussmarke, ne? Ja, die Nüsse. Machen viele Nüsse und sowas. So, dann haben wir einmal Mentos, da sind Erdbeeren drauf. Berry Mix. Süß, original, sauer. Ach, da sind 3 verschiedene. Ah, okay. Anscheinend dran. Erdbeermix. Das kenne ich auch noch nicht. Nee. Wobei ich auf Mentos eigentlich stehe. Ja. Auf der Rückseite. Guck mal, hier ist ein Geschenkgutschein wäre drin gewesen. Aber das hat sich ja nur erledigt, ja. Ne? Wir hatten ja Heikos Schwester mehr oder weniger dazu belabert. Die hat ihre Box übrigens auch 2 Tage vor uns bekommen. Ja. Stelle merken und waschen. Oktober 2013, also auch noch relativ neu, 70 Cent die Rolle. Oh, die geht schon fast auf. Kannst du nachher gleich mit hochnehmen. Ja. Tee ist ja auch was für Heiko, ne? Großer Teetrinker. Jetzt will ich nicht sagen, den kenne ich schon. Kennst du schon? Ja, Cocktail den habe ich. Cocktail-Tee? Steht der etwa bei uns in der... Der steht bei uns drin. Auch in dieser Sorte? Auch in Cœur Royal. Und? Schmeckt gut. Ich habe ihn noch nicht probiert. Aber mich würde hier hinten Pina Colada, hätte mich interessiert. Da kannst du mal die Augen offen halten, wenn du im Laden bist. Nee, die habe ich nicht im Laden gekauft. Die hatte ich mir direkt von... Bestellt? Ja. Warum hast du nicht Pina Colada für Weiß ich nicht. Bestellt? Ich weiß nicht, ob es den da gegeben Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich hat er mich gar nicht gefragt, sondern heimlich bestellt. Ich habe nämlich auch einen Cola-Tee bestellt von denen. Und? Ja, man kann trinken. Aber ich mache ihn lieber kalt als warm. Ja, Heiko trinkt meistens, er macht sich irgendwie einen ganzen Liter Tee und dann steht er da und wird kalt. Und ja, dann trinkt er ihn dann halt kalt. Ups, da ist jetzt die Karte abgefallen. Ja. 2,49 Euro. Das ist ein Tipp. Das heißt, es ist was Älteres. Ja. Thunfischfilets in Sonnenblumenöl. Das können wir meiner Mutter geben, dann kann sie ihren weltberühmten Eiersalat. Der ist wirklich... Den essen viele gern. Eine Freundin aus Kindertagen hat mich letztens nach dem Rezept gefragt. Und ich sage, da erinnerst du dich dran? Sie sagt, ja, der war immer so lecker. Ja. Also es ist eher so ein Thunfisch-Eiersalat. Ja, Thunfisch-Eiersalat. Aber da gehört eben eine ganze Dose, so eine große Dose Thunfisch rein. Ist das auch in Sonnenblumenöl oder ist das immer in eigenen Saft? Ich glaube, in Sonnenblumenöl. Ich glaube, in Öl, ja. Nun, ob in Sonnenblumen oder... März 2013, 1,99 Euro ist auch ein Tipp. Kenne ich auch nicht, die Dose. John West, meine ich mich zu erinnern, aus Amerika. Ja. Dunkel. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher.
So, dann haben wir von De Beukela Glückskekse. Eiko strahlt schon über alle vier Backen. Die sehen knuffig aus. Ja, da ist was drin. Keks, Schokolade und extra viel Milchcreme. Oh. Ist da innen drin, kannst du es sehen? Ja. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen oder bin ich zu fokussiert? Wenn ich jetzt auch noch weniger zittern würde, ne? Gibt es auch zwei verschiedene Sorten. Ich kann die eine, warte mal. Erhältlich mit Milchschokolade und hellen Keks. Oder mit weißer Schokolade und dunklem Keks. Dann haben wir den mit weißen und dunklen Keks. Richtig, genau. Gelauncht Dezember 2013, also niegelnagelneu, 1,49 Euro. Und jetzt haben wir hier noch drei Sachen, die sind in Luftpolsterfolie eingewickelt. Chili-Paprika-Gurken. Das könnte ja was für meine Eltern sein, ne? Für deine Mutter, ja. Ja, die kauft, also für meinen Vater kauft sie ganz oft eingelegte Gurken, saure Gurken. Chili, obwohl würzig bekannt, da steht nicht drauf, dass es scharf ist. Ist auch neu, September 2013, 1,59 Euro. Habe ich auch noch nicht im Laden gesehen. Das ist bestimmt auch interessant, ne? So ein Riesenstück. Sieht eher aus wie Melonenstücke, ne? Irgendwie. Ja. Vor allem durch die Farbe da. Ja. Ja. Hopp. So, jetzt haben wir Löwensenf. Von Löwensenf? Ja. Ach. Eine Soße. Barbecue. Die habe ich schon. Hä? Aber nicht zu Hause. Gesehen. Nein, vielleicht. Gesehen. Die ist auch März 2013, ist ein Tipp. 2,69 Euro. Gesehen habe ich die, glaube ich, schon. Ja, Heiko ist ja auch so der Master of Soßen bei uns zu Hause. Master of Disaster. Ja, und also wir haben so viele Soßen, dabei ist er der Einzige irgendwie, der die wirklich benutzt. Und, ne? Ja. Also. Aufbrauchen, aufbrauchen, aufbrauchen. Ja, und dann kannst du die nächste aufbrauchen, aber das ist auch so deine Kragenweite, ne? Ja. Gerade so Barbecue. Wobei würzig, scharf, ich mag lieber würzig, süß. Ja, Barbecue, aber vielleicht ist sie gar nicht so scharf. Ja. Also wenn ich das hier lese, so die ersten Sachen, Tomatenmark, Zucker, Branntwein, Essig, Salz, Karamell, das klingt jetzt nicht standardmäßig. So, klingt jetzt nicht so scharf. So. Und jetzt kommen wir schon zum letzten. Das sieht nach einem Fond. Ach, ein Fond ist das? Meine Mutter wollte sich gerade letztens einen Fond kaufen. Ja, ein Gänsefond. Die wollte sich allerdings ein Gemüsefond kaufen. Ich meine, das passt natürlich gerade wirklich. Ja. Also ich glaube, viele essen zu Weihnachten Gans oder Karpfen, ne? Gans oder gar nicht. Gans oder gar nicht. Und was essen wir? Wahrscheinlich Kartoffelsalat mit Würstchen. Standardessen für Heiligabend. Also das aber auch nicht für viele. Uns. Nee. Du kannst nicht sagen, das ist unser. Wir haben eigentlich kein Standardessen. Nee. Das ist immer so eine spontane Entscheidung. Und ja, also dieses Jahr wird es dann wohl Kartoffelsalat mit Würstchen bei meiner Mutter geben. Das ist lauwarm Kartoffelsalat. Das ist unhöflich. Was? Er hat sich schon Mentos reingeschoben jetzt gerade. Ja, und kaut mir hier was vor. Ich kaue nicht, ich lutsche, ich genieße. Heiko lutscht nie, er kaut immer, egal was er im Mund hat. So, also Gänsefond, Gänsefleisch, 2,99 €, ein Klassiker, ist ein Tipp. Mhm. Ja, das war die Box. Ich finde eine ganz gute Zusammenstellung mit den Keksen und das Popcorn werde ich für mich einmal nehmen, es sei denn, es ist sehr scharf, dann darfst du das probieren. Den Gänsefond, weiß ich nicht, musst du gucken, ob meine Mutter oder du. Ich eher nicht, eher deine Mutter. Meine Mutter, ja. Und also wieder eine rundum gelungene Box, würde ich sagen. Hier steht auch schon frohes Fest, dem würden wir uns gerne anschließen. Genau, und von mir auch noch einen guten Rutsch. Ja. Frohes Neues und so weiter, weil mich werdet ihr nicht so schnell wieder hören. Dieses Jahr jedenfalls nicht mehr. Nee. Also mich eventuell schon noch dieses Jahr. Auf jeden Fall wirklich ein schöne Weihnachten euch allen und vielen Dank Brand News für das tolle Jahr für an Boxen. Für die letzten 12 tollen Boxen. Nee, mehr. Nee, das waren mehr als 12 Boxen, weil wir ja auch immer die Spezialboxen. Also für die tollen Boxen. Für die tollen Boxen, die waren immer super. Und ja, wie gesagt, euch allen gesegnete Weihnachten, dass ihr die mit euren Familien verbringen könnt, dass ihr gesund bleibt und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und Brand News nächstes Jahr wieder weiter so. Joa. Bis dann. Tschüss.
Jingle-Bells, Jingle-Bells, Jingle-Bells. Schleim. Ja. Alter Schleimer. Vielleicht kommen wir dann ins Video.